Das russische Verteidigungsministerium hat in einem ungewöhnlichen Schritt Berichte russischer Militärblogger dementiert, wonach eine Marineinfanterieeinheit bei einer erfolglosen Offensive in der Ostukraine hunderte Soldaten verloren haben soll. Behauptungen der Blogger, die 155. Marinebrigade der Pazifikflotte habe, hohe, sinnlose Verluste an Mensch und Material, erlitten, seien nicht richtig, zitierte die staatlichen Nachrichtenagentur RIA das Ministerium. Vielmehr sei die Einheit binnen 10 Tagen 5 Kilometer tief in ukrainische Verteidigungslinien südwestlich von Donetsk vorgedrungen. Das Ministerium wies zudem Vorwürfe zurück, dass sich die Kommandeure der Brigade als inkompetent erwiesen hätten. Dank der Kommandeure beliefen sich die Verluste auf nicht mehr als 1% der Kampfstärke und 7% Verwundete, von denen ein großer Teil bereits in den Dienst zurückgekehrt sei. Die seltene Äußerung zu Verlusten deutet darauf hin, dass die Berichte einen wunden Punkt getroffen haben könnten. Russische Militärblogger kritisieren zunehmend Versäumnisse von Generälen, seit die Ukraine große Teile im Nordosten zurückerobert hat. Über Telegram war am Sonntag ein Beschwerdebrief von Angehörigen der 155. Marineinfanteriebrigade der russischen Pazifikflotte verbreitet worden, die beklagen, dass ihre Einheit binnen 4 Tagen 300 Mann bei Kämpfen im Gebiet Donetsk verloren habe, aufgrund der sorgfältig geplanten Offensive der großen Kommandeure bei dem Ort Pavlivka im Gebiet Donetsk. Das örtliche Gebietskommando verschleiere die tatsächlichen Verluste, heißt es in dem Schreiben weiter. 50.000 bei der Teilmobilmachung eingezogene russische Soldaten werden nach den Worten von Präsident Wladimir Putin inzwischen in Kampfeinheiten in der Ukraine eingesetzt. Weitere 80.000 befinden sich in der Zone der speziellen Militäroperation, wird Putin von der Nachrichtenagentur Interfax weiter zitiert. Der Rest der fast 320.000 Eingezogenen sei in Ausbildungslagern in Russland. Die ukrainische Regierung übernimmt 5 als strategisch bezeichnete Unternehmen. Oleksiy Danilo, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, erklärte, dass die Aktien der Unternehmen auf Grundlage der Kriegsgesetze an das Verteidigungsministerium übergehen. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov sagte, die Transaktion sei keine Verstaatlichung, es gehe um die Einziehung von Anteilsscheinen in Kriegszeiten. Die Ukraine wirft russischen Truppen vor, verlassene Häuser in Cherson zu plündern, wo sich beide Seiten auf eine womöglich entscheidende Schlacht vorbereiten. Zudem würden Soldaten in Zivilkleidung Häuser besetzen, um ihre Stellungen für Straßenkämpfe zu verstärken, wie Regierung und Militär mitteilen. Während die Bewohner von Cherson gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben würden und Russland von Evakuierung spreche, raubten die Offiziere des russischen Militärs und des Geheimdienstes FSB die Häuser aus, twittert der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak. Raub an denen, die sie beschützen wollten, die beste Illustration der russischen Welt. Auch würden russische Journalisten Videos vorbereiten, in denen die Ukraine beschuldigt werde, Zivilisten zu verletzen, erklärt das Militär. Cherson im Süden des Landes ist die einzige Regionalhauptstadt, die Russland seit Beginn der Invasion eingenommen hat. Die Bundesregierung begrüßt, dass die ukrainische Regierung eine Liste mit Personen, die angeblich Desinformation über den russischen Angriff auf das Land verbreiten, aus dem Internet genommen hat. Die Bundesregierung ist sehr zufrieden, dass es diese Liste nicht mehr gibt, sagte Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Auf der Liste stand auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Dieser wiederum hatte eine Debatte ausgelöst, weil er sich beklagte, auf einer Terrorliste zu stehen. Weiter sagte Christiane Hoffmann, dass nur die Ukraine entscheiden könne, wann sie Friedensverhandlungen mit Russland führen wolle. Nach Meinung der Bundesregierung sei es allein die Entscheidung der Führung in Kiew, wann und unter welchen Bedingungen sie den Zeitpunkt für geeignet halte. Berlin reagiert damit auf einen Medienbericht vom Wochenende, nach denen die US-Regierung die Ukraine drängen soll, Gespräche mit Moskau aufzunehmen. Lesen Sie zu dem Thema auch einen Kommentar von Politikredakteur Reinhard Weser.